Ja, herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Schön, dass Sie amtlich gestärkt wieder hier sind. Herr Weber hat uns Herrn Gunther kurz vorgestellt. Wir haben als qualitatives Forschungsteam im GIKO-Projekt zusammen mit Herrn Christopher Krausch, Dr. Christopher Krausch, der ganz hinten sitzt, gemeinsam geschaut, welche Sicht die Unternehmen auf hörgeschädigte Arbeitnehmer haben. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen heute vorstellen, wie Wege zum barrierefreien Arbeitsplatz gestaltet werden können, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen können und welche Möglichkeiten der Beratung und Unterstützung die Beteiligten haben. Dazu haben wir, wie gesagt, Aussagen von Arbeitgebern zusammengestellt, die diesen Weg bereits gegangen sind, beziehungsweise sich gerade im Prozess der barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung befinden. Eine landläufige Meinung ist ja, dass Unternehmen die Einstellung haben, wenn der Betroffene sich alles organisiert, machen wir mit. Ob das tatsächlich so ist, wird nachher noch zu diskutieren sein. Wir befinden uns also jetzt hier bei dem Arbeitgeberinterview. Unser methodisches Vorgehen sah folgendermaßen aus. Ja, am Anfang stand die leitfadengestützte Befragung von 24 Arbeitgebern aus dem gesamten Bundesgebiet. Darunter waren Geschäftsführer, Personalverantwortliche, Schwerbehindertenvertreter und direkt Vorgesetzte hörgeschädigter Arbeitnehmer. Dann wurden die Interviews verschriftlicht und anonymisiert. Anschließend haben wir die qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt und derzeit arbeiten wir an der Interpretation der Ergebnisse. Erste Ergebnisse stellen wir Ihnen auch heute vor. Ja, die befragten Unternehmen haben wir nach folgenden Kriterien ausgewählt. Nach Unternehmensform, Wirtschaftszweig, Unternehmensgröße, regionaler Verteilung und Art der Überschädigung. Hier sehen Sie kurz die Verteilung nach Unternehmensform und Größe. Und hier nach Wirtschaftszweig. Aber welche Wege führen nun zum barrierefreien Arbeitsplatz? Themen der Kommunikation sind auch in Unternehmen keine Seltenheit. Leiden die Mitarbeiter zudem an einer Hörschädigung, nehmen die Kommunikationsprobleme noch zu. Durch bestimmte Strategien lassen sich jedoch kommunikationsbedingte Problemlagen beseitigen oder zumindest verringern. Eine Strategie wäre es, die Tätigkeiten an die behinderungsbedingten Möglichkeiten anzupassen. Eine andere Strategie zielt darauf, die behinderungsbedingten Nachteile durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen. Im Kündigungsschutzverfahren wird gegebenenfalls geprüft, ob durch eine der beiden Strategien der Arbeitsplatz für den betroffenen Mitarbeiter erhalten bleiben kann oder ob ein Arbeitsplatzwechsel eine mögliche Alternative darstellt. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen steht die Schaffung eines barrierefreien Arbeitsplatzes. Welche Maßnahmen und Lösungsstrategien effektiv sind, hängt von den jeweiligen Bedingungen und konkreten Arbeitsplatz ab. Also davon, in welcher Branche der Betroffene tätig ist, welche Position er hat, welche einzelnen Tätigkeiten er mit welchen Hilfsmitteln ausübt und wie sein konkreter Arbeitsort geschaffen ist. Die Frage nach den Anforderungen an einen barrierefreien Arbeitsplatz stellt sich immer dann, wenn aufgrund der vorliegenden Behinderung ein konkretes Problem auftaucht. Hier haben wir ein Beispiel herausgesucht, wo der Arbeitgeber 1 eine konkrete Problemlage darstellt, die sich mit einem seiner hörgeschädigten Arbeitnehmer ergeben hat. Ich kann in einer Betriebsprüfung, bei der zwei Herren vom Finanzamt da sind, den hörgeschädigten Mitarbeiter, der mir in diesem Fall die Basisarbeit gemacht hat, schwieriger mit reinnehmen, weil solche Diskussionsgründen einfach nicht machbar sind. Die zwei Externen, die in der Situation am Tisch sitzen, werden es nicht akzeptieren, dass man über Gebühr lang Verhandlungen führt und Kommunikationstechniken anwendet, die der Normalsprechende und Hörende nicht versteht.
Welche Lösungsansätze gibt es jetzt bei diesem oder vergleichbaren Problemlagen? Was Sie hier sehen, ist sozusagen der Weg zur Inklusion, ein Weg. Wir haben zwei Strategien gegenübergestellt. Auf der einen Seite stehen Maßnahmen, die auf eine Neuzuteilung der zu erbringenden Tätigkeiten abzielen. Auf der anderen Seite, hier in Grün, stehen Maßnahmen, bei denen durch entsprechende Nachteilsausgleiche bisherige Tätigkeiten beibehalten werden sollen. Auch wenn wir hier zur besseren Veranschaulichung diese beiden Strategien gegenüberstellen, so werden diese in der Praxis doch häufig in Kombination dargestellt. Eine vielfach von den Arbeitgebern angewandte Strategie, das hat unsere Befragung gezeigt, ist die Tätigkeit der Mitarbeiter entsprechend ihrer behinderungsbedingten Möglichkeiten anzupassen. Diesen Punkt möchte ich als erstes aufgreifen. Im Zentrum der Maßnahmen zur Anpassung der Tätigkeiten steht der hörgeschädigte Mitarbeiter. Begleitet und umgesetzt werden die Maßnahmen sowohl von unternehmensintern als auch von externen Akteuren. Die zentralen Akteure auf Seiten der Unternehmen, hier grün dargestellt, sind hier sowohl die beauftragten Arbeitgeber als auch die Vertreter der Arbeitnehmer und deren Kollegen und direkte Vorgesetzten. Wichtige Akteure in Blau sind hingegen externe Akteure, sind hingegen Integrationsfachdienste und Selbsthilfeverbände, können aber auch Gewerkschaften und Rechtsanwälte sein. Zur Arbeitsorganisation zählen die Betroffenen entsprechend ihren Fähigkeiten passgerecht einzusetzen, Teams so zusammenzusetzen, dass gegebenenfalls gleich Betroffene beteiligt sind oder auch Kollegen quasi als Mentoren bestimmte Tätigkeiten für die Betroffenen übernehmen. Aber auch Dienstwege flexibel zu gestalten fällt unter diese Kategorie. Die Arbeitsorganisation ist entsprechend anzupassen, dass die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen bei den Arbeits- und Pausenzeiten, aber auch beim Urlaub berücksichtigt werden. Termine sind so zu setzen, dass notwendige Hilfen organisiert werden können. Möglicherweise sind behinderungsbedingt bestimmte Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt aufgrund der vorgegebenen Arbeitsschutzanforderungen. Auch hier haben wir Aussagen von Arbeitnehmern zusammengestellt. Ja, wir haben zum Beispiel gefragt, wie realisieren Sie die Anforderungen an einen behindertengerechten Arbeitsplatz? Unser Arbeitgeber 21 hat geantwortet, wenn wir uns unsicher sind bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes, nehmen wir gern die Hilfe der Schwerbehindertenvertretung bei uns im Hause in Anspruch oder auch einen Mitarbeiter vom Integrationsamt. Wir beteiligen fast immer den Arbeitsmediziner und natürlich denjenigen, der den Arbeitsplatz begleitet. Und ich wüsste keinen einzigen Fall, dass es uns bisher nicht gelungen wäre, in beiderseitigem Einverständnis Arbeitsplätze hier entsprechend einzurichten. Also es hat bisher immer funktioniert. Ist natürlich auch das A und O der Kommunikation. Ein anderes Beispiel haben wir hier. Wir haben überlegt, welche Arbeit Frau Lehmann, der Name ist genannt, verrichten kann, sodass sie nicht unter ständiger Anweisung, sondern weitgehend selbstständig arbeiten kann. Es ist natürlich für sie sehr schwierig. Oder sagen wir mal, wir haben ja einen Publikumsverkehr in der Art, dass wir viel über Telefon klären oder Schriftwechsel führen, und gegebenenfalls telefonisch Rücksprache halten. Da versuchen wir natürlich, ihr solche Arbeiten zu geben, wo sie weitgehend gar nicht groß telefonieren oder mit anderen sprechen muss, weil das geht ja gar nicht. Ja, und bei diesem Arbeitgeber konnten wir dazu noch folgende Aussage finden. Uns war bei der Einstellung des Herrn Kluge bewusst, er ist nur eingeschränkt einsetzbar, aber wir können aufgrund unserer Größe und Organisation einen Arbeitszuschnitt finden, bei dem sein Einsatz unter Berücksichtigung seiner Kommunikationsstörung erfolgt, sodass diese möglichst wenig zum Tragen kommt. In der Teamarbeit ist meines Erachtens so etwas leichter zu bewältigen, weil man in der Teamarbeit mehr ausgleichen kann. Man kann sagen, du machst jetzt den Kontakt zu Kunden, du machst mehr den Innendienst und du machst mehr EV-technische Betreuung.
die Tätigkeiten an die eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten der hörgeschädigten Mitarbeiter anzupassen, ist also keine Strategie, behinderungsbedingte Problemlagen zu lösen. Inklusion richtet aber den Fokus darauf, mit welchen Maßnahmen behinderungsbedingte Nachteile hörgeschädigter Mitarbeiter ausgeglichen werden können, um den bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten. Bei der Bereitstellung von Hilfen sind es vor allem externe Akteure wie die Rehabilitationsträger und der Integrationsfachdienst, die betroffenen Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber beraten und die Hilfen finanzieren. So bei den begleitenden Hilfen, zu denen unter anderem Schrift- und Gebärdensprachdolmetscher zählen, aber beispielsweise auch die heute schon mehrmals angesprochenen Arbeitsassistenzen. Technische Hilfen mit speziellen Hörhilfen und Kommunikationstechniken gehören ebenfalls dazu. Aber auch die Arbeitgeber selbst, die Kollegen und Vorgesetzten sind gefordert, wenn personelle Unterstützung notwendig ist oder wenn Arbeitsanweisungen so formuliert werden müssen, dass sie verständlich und eindeutig sind oder wenn Kommunikationsabläufe formalisiert werden. Ja, auch hier wieder mehrere Aussagen der Arbeitgeber. Insofern die Arbeitnehmer bei Fortbildung Hilfe benötigen, bekommen sie das im Rahmen der Arbeitsassistenz zur Verfügung gestellt, um das wahrzunehmen. Wer stellt das zur Verfügung? Hier ist die Fürsorgestelle vom Integrationsamt zuständig. Es gibt ganz einfach bestimmte Sätze, die jedem hörbehinderten Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Wir müssen das jährlich beantragen und die Liste unserer hörbehinderten Mitarbeiter dort aktuell halten. Und dann wird die Arbeitsassistenz über diese Stelle abgerechnet. Ja, in einem anderen Fall haben wir gefragt, woher erhalten Sie Hilfe bei der Förderung Ihrer hörbehinderten Mitarbeiter? Hilfe im täglichen Umgang, das haben wir aus Eigenmitteln gemacht, weil letztendlich wir auch da den ein oder anderen Behördenweg mit Absicht nicht gegangen sind, weil er uns zu umständlich erschien. Wie erfahren Sie von dem Unterstützungsbedarf, den Frau Mendler hat, bezogen auf Ihre Hörbehinderung? Durch Frau Mendler selber, sie kommuniziert das in der Regel. Und wie reagieren Sie darauf? Wir versuchen das so zu regeln, dass das Bedürfnis, was sie hat, auch befriedigt wird durch Schaffung einer kommunikativen Situation, sei es Umgruppierung unserer Sitzgelegenheiten oder Zuhilfenahme irgendwelcher Hilfsmittel oder wir besprechen Dinge erstmal schriftlich miteinander. Ja, der Arbeitgeber 16 kritisiert noch die Dolmetscherausbildung oder Qualität. Ich wundere mich ganz häufig, weil die Professionalisierung im Bereich der Gebärdensprachdolmetscher ein bisschen, wie soll ich sagen, stehen bleibt und nicht voranschreitet. Ich würde mir wünschen, dass es an der einen oder anderen Stelle wieder einen Aufschwung gibt, sodass es dort vorangeht. Ja, behinderungsbedingte Nachteile können aber nicht nur mit Hilfsmitteln ausgeglichen werden. Die Qualifizierung hörgeschädigter Mitarbeiter ist ein ebenso wichtiges Instrument auf dem Weg zum barrierefreien Arbeitsplatz. Auch davon haben wir schon einiges gehört. Im Fokus stehen hier die unternehmensinternen Akteure, die jedoch auch hier von externen Stellen beraten und finanzierend unterstützt werden. Im Rahmen der Qualifizierung sprechen wir insbesondere von der Implementierung einer strategischen Personalentwicklung mit dem Ziel, die Potenziale der Mitarbeiter auszuschöpfen und deren Passungsfähigkeit gegenüber den vorhandenen Stellen zu erhöhen. Ein Instrument der Personalentwicklung ist die Berufsbildung, zu der sowohl die Fortbildung als auch die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter und insbesondere auch der hörgeschädigten Mitarbeiter zählt. Schulungen zum Arbeitsschutz gehören ebenfalls dahin, richten sich jedoch nicht nur an die betroffenen Arbeitnehmer, sondern im Prinzip an die gesamte Belegschaft. Ja, die folgenden Aussagen zeigen, an welchen Stellen die Qualifizierung zum Beispiel ansetzen kann. Ja, hier haben wir gefragt, ein hörbehinderter Mitarbeiter möchte bei Ihnen ein neues Aufgabenfeld übernehmen. Welche Möglichkeiten hat er denn da? Er würde das mit seinem Vorgesetzten besprechen. Dieser würde eine Einschätzung seiner Fähigkeiten vornehmen und das in die nächste Bereichsleiterrunde einbringen. Sollten die Möglichkeiten bestehen und hätten wir vom Tätigkeitsfeld her auch eine entsprechende Stelle zu besetzen, dann wäre das ein gangbarer Weg. Sollte es noch Qualitätsbedarf geben, dann müssen wir abklären, inwieweit wäre das zu erzielen und mit welchen Mitteln.
aber grundsätzlich ist das kein abwegiger Vorgang. Ein anderer Fall haben wir gefragt, nutzt der Mitarbeiter eine Arbeitsassistenz, also jemanden, der für die Dinge übernimmt, die aufgrund seiner Hörbehinderung selbst wahrnehmen kann? Nein, sagt der Arbeitgeber 14. Wir probieren, ihn immer so weit zu kriegen, dass seine Hörbehinderung ihn nicht in seiner Arbeit beeinträchtigt. Er kriegt das normale Geld, das heißt, wir müssen ihn dahin kriegen, dass er die gleichen Funktionen auch kann, wie andere Kollegen in vergleichbaren Positionen ausführen. Durch welche Maßnahmen? Durch ständiges Schulen und aufmerksam machen auf Dinge, wie sie richtig zu handhaben sind. Das ist eine ständige Kommunikation. Ein letzter, aber nicht unerheblicher Punkt ist die Schaffung räumlicher Barrierefreiheit. Ein großes Thema der Arbeitgeber war hier vor allen Dingen der Arbeitsschutz und die Installation von Signalanlagen mit visuellen wie auch taktilen Warnsignalen gehören beispielsweise dazu. Räumliche Anpassungen der direkten Arbeitsumgebung umfassen unter anderem die Installation von Schallschutz, von Blendschutz, aber auch von einer nicht beeinträchtigenden oder beeinträchtigenden Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Weiterhin zählen die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur mit der benötigten Kommunikations- und Informationstechnik sowie die Ausgestaltung des konkreten Arbeitsortes dazu. Also, Fragen sind hier relevant, wie welche Art von Büro, Großraum oder Einzelbüro ist sinnvoll, ist der soziale Austausch zwischen den Mitarbeitern gewährleistet. Aber auch begleitende Hilfen wie Dolmetscher und Assistenzen benötigen Raum und eine gewisse Infrastruktur, um die hörbeschädigten Mitarbeiter unterstützen zu können. Ja, auch in der Aussage dieses Arbeitgebers spiegelt sich die räumliche Umfeldanpassung wider. Ja, also wir haben gefragt, die Beschäftigung hörbehinderter Mitarbeiter ist ja nicht ganz alltäglich. Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch in einem Unternehmen? Man muss darauf achten, dass die Nebengeräusche flach sind und mit Gebärden, dass es keine Wildreflexe gibt. Also dass derjenige, der die Gebärden aufnimmt, diese auch tatsächlich verstehen kann. Also ein verspiegelter Raum wäre jetzt nicht das Beste dafür. Und wenn man das beachtet, dass man also mit den Mitarbeitern zusammen einen Arbeitsplatz gestaltet und darauf eingeht, dann kriegt man das in der Regel hin. Ja, in unserem Fazit haben wir abschließend noch einige Kernerkenntnisse aus den Arbeitgeberinterviews zusammengefasst, nach dem heutigen Stand. Die meisten befragten Arbeitgeber haben eine positive Grundeinstellung gegenüber Menschen mit Behinderung, ermöglichen unproblematisch behinderungsausgleichende Anpassungen und Umstrukturierungen, handeln dabei aber nach Gefühl, also intuitiv, erwarten, dass der hörgeschädigte Mitarbeiter sagt, was er braucht, kritisieren die Dolmetschersituation, sagen, dass ihre Mitarbeiter mit Hörschädigungen den anderen Mitarbeitern gleichgestellt sind, was zum Beispiel Weiterbildungschancen und Aufstiegschancen angeht, sehen aber kaum Chancen, dass Mitarbeiter mit Hörschädigungen in Führungspositionen tätig sein können und haben kaum Wissen über gesetzliche Ansprüche und Regelungen, setzen stattdessen auf das Wissen der Arbeitnehmer. Ja, ich will nochmal unser Zitat von Anfang aufgreifen. Wenn der Betroffene alles sich organisiert, machen wir mit. Ist es denn nun tatsächlich so? Also ich denke, unser Vortrag hat gezeigt, dass die Antwort nicht eindeutig ausfällt. Gezeigt hat sich insgesamt jedoch ein ziemlich großes Defizit an Informationen darüber, welche Möglichkeiten bestehen, einen barrierefreien Arbeitsplatz zu schaffen, und das sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Arbeitgebern. Der Auftrag an die Verbände, aber auch an die anderen Akteure lautet also, das Engagement zur Aufklärung der hörbeschädigten Arbeitnehmer, aber, und das darf eben nicht vergessen werden, auch zur Aufklärung der Arbeitgeber muss weiter intensiviert werden. Zu guter Letzt lassen wir noch einmal unseren Arbeitgeber zu Wort kommen. Ja, wir haben gefragt, die Beschäftigung hörbehinderter Mitarbeiter ist ja nicht alltäglich. Gut. Der eine Mitarbeiter ist blind, der andere gehörlos. Man muss sich immer auf die Situation einstellen, dann gibt es eine Lösung.
Ich hätte fast gesagt, jedes Aufgabengebiet ist erstmal machbar. Wenn von allen Seiten der Wille da ist, das umzusetzen, dann funktioniert das auch. Dann muss das auch funktionieren. Ja, also Arbeitgeber Nummer 1 hat gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur Erfolg haben mit der Integration Behinderter in unser Berufsleben, wenn wir sie voll annehmen, ihre Fähigkeiten analysieren und dann den richtigen Zuschnitt finden. Das bedeutet, die Person braucht die Art des Umgangs, die Art der Aufgabe und die Art der Beschäftigung, die am besten entspricht und die ihre Behinderung so weit wie möglich in den Hintergrund treten lässt. Und damit hat sie dann die Chance, so gut wie möglich anderer einsetzbar zu sein. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank.